Auch wir haben heute wieder Post bekommen, einen gelben Brief, ja, aber ihr wisst ja, alles auf dem Tierlebenshof ist immer ein bisschen extremer. Ja, guten Tag, nochmal Koch wegen dem Hund. Können Sie mir noch mal kurz schildern, worum es da jetzt genau geht? Weil ich war vorhin da im Gespräch, da ging das ganz schlecht. Ich kann immer zwei Dinge gleichzeitig ganz schlecht. Also, es ging um irgendeinen Yorkshire Terrier, oder erzählen Sie mal einfach. Genau, so ein kleines. Wir haben zu Weihnachten einen Yorkshire Terrier geschenkt gekriegt, wurde aber gesagt, dass es angeblich ein Chihuahua ist. Aha. Jetzt haben wir aber das Problem, dass der Hund anfängt, gegen unser Kind anzugehen. Also, er springt ihm regelrecht ins Gesicht, er fängt an zu beißen. Und ja, wie gesagt, ich müsste ihn abgeben, weil es ist mir einfach zu gefährlich, wenn er es im Kopf kriegt. Außerdem war das Problem, es wurde ein Chihuahua verkauft oder geschenkt, besser gesagt. Oh toll, wir haben heute wieder ein kleines Päckchen bekommen mit einem ganz netten Brief von Nadine und ihrer Familie, sage ich jetzt mal, aus Nienburg. Und ich wollte gerne den Brief noch vorlesen, der hier an uns gerichtet ist. Ja, liebe Freunde und Unterstützer des Tierlebenshofs, die Post war gerade da und ich sehe ja öfter auf den Facebook-Seiten anderer Tierschutzvereine, dass da auch mal ein gelber Brief ankommt, weil vielleicht das Bauamt schreibt. Auch wir haben heute wieder Post bekommen, einen gelben Brief, ja, aber ihr wisst ja, alles auf dem Tierlebenshof ist immer ein bisschen extremer. Es sind heute doch ein paar mehr solche Briefe gewesen. Und ja, wir haben auch öfter welche, das wisst ihr ja, aber so viele wie heute haben wir also wirklich an einem Tag noch nie bekommen. Und ja, was soll man dazu sagen? Entweder kann man aufgeben, nicht? Und kann sagen, ach, das macht ja alles keinen Sinn. Oder man sagt einfach, was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Ja, und nun habt ihr die ganzen Briefe gesehen und ihr wollt ja bestimmt wissen, worum es in den Briefen geht. Zumindest in einem Großteil der Briefe. Schauen wir mal. Naja, aber so viel größer als so ein Chihuahua sind die ja nun auch nicht. Nee, aber das Problem ist halt, dass er raus will, raus muss und ich habe halt nur eine Wohnung und ich schaffe es zeitlich nicht wirklich mit ihm stundenlang, wenn ich so ja den ganzen Tag draußen zu sein. Und im Tierheim haben sie es schon versucht, oder wie? Ja, aber im Tierheim habe ich noch keinen erreicht heute und vorige Woche habe ich in der Karsmannstraße angerufen. Was ist denn das? Wo haben Sie angerufen? Was? In der Karsmannstraße in Brandenburg. Achso, was ist ein Tierheim, ja, oder was ist das? Ja, ist ein Tierheim, die sind aber voll belegt. Also niemand will den Hund haben? Nein, das ist das Problem. Und wollten Niemand kann den Hund aufnehmen. Ja, und die wollten auch Geld dafür haben, oder wie war das, das denn aufnehmen? Ja, ja, Brandenburg möchte zwischen 60 und 115 Euro haben. Mhm. Und die anderen auch so zwischen 60 und 150 Euro. Ich meine auch. Liebe Tierfreunde, ich hoffe, wir können mit unserem Paket ein paar hungrige Mäuler füttern. Ihr macht einen tollen Job und es ist schön zuzusehen, dass Tiere so eine große Rolle spielen und ihr so viel für sie gebt. Liebe Grüße von Nadi und Nadine oder Aledi und Nadine. Also danke, 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 dass ihr an die Tiere und an uns hier denkt und dass ihr das auch so toll findet, dass den Tieren das hier wieder so gut geht und dass man ihren Wert vor allen Dingen erkannt hat. Ja, und hier ist der Grund für die ganzen Briefe oder ein Großteil dieser Briefe, die gekommen sind. Das sind die neuen Straßenlaternen in der Ketziner Straße. Und da drüben, wie gesagt, wenn du mal rüberschwenkst, da drüben ist unsere Toreinfahrt. Ja, und diese Laternen hier in der Straße, die haben so, ich glaube, 89 oder 90.000 Euro gekostet für die ganze Straße. Und in Brandenburg gibt es Straßenausbaubeiträge für Anlieger. Und da wir Anlieger sind, müssen wir eben diese Laternen bezahlen. Und das wird umgelegt eben auf die entsprechende Grundstücksfläche, die erschlossen ist. Hey, hey, hey.
Gut. Guck mal, das ist doch kein Jack Russell, das ist doch irgendwas. Ja, weiß nicht, was das ist. Ja, genau. Wir haben ihn damals geschenkt gekriegt mit dem Ding und jetzt soll angeblich ein Blonker Chihuahua sein. Guck mal hier, ja, wer bist du denn? Wer bist du denn? Das ist der süßeste. Und hierheim wollt ihr nicht nehmen? Nee? Nein, können sie nicht. Wie gesagt, Karstmannstraße ist voll bis unter Dach. Die könnten nur noch 2, 3, 4 Katzen annehmen. Ja, und die anderen hier, da im Falkensee, da geht gar keiner ran, ne? Nein. Da habe ich die ganze Woche keinen erreicht. Habt ihr die ganze Woche angerufen? Ja. Ich habe Montag angerufen vor meiner Arbeit, ich habe Dienstag vor meiner Arbeit angerufen, meine Frau hat es auf den Nachmittag versucht. In Falkensee beim Tierheim? Ja. Ja, nichts. Ja, der ist schreckhaft ohne Ende. Der hat vor alles und jedem hat er Schiss. Naja. Der Weg hierher, das war schon eine Tortur. Jedes Mal, wenn ein Auto kommt, habe ich gedacht, der rennt gleich davor. Ja, ja. Ich weiß nicht wieso. Naja. Im Garten, wenn eine Biene kommt, ich sehe den nur wegrennen, wegfliegen. Ich bin schon der Meinung, der springt mir gleich über den Zaun. Naja. Gut, dann erstmal ist er hier. Dann alles Gute, ne? Dann, wie gesagt, dann bis demnächst. Ja. Gut, tschüss. Komm. Komm, Loki, du musst jetzt hierher kommen. Komm. Nun komm mal, du Armer. Komm mal. Nein, du musst hier bleiben. Loki, komm. Komm. Und unser Grundstück gehört neben diesem Grundstück hier, das ist das Krankenhaus, zum zweitgrößten Grundstück dieser Straße. Und demnach müssen wir also einen Teil dieser Kosten bezahlen. Und hier ist mal wieder gleich mit Vollstreckungsankündigung an Schreiben gekommen. 3.487,11 € für diese Laternen. Der Landtag hat ja inzwischen einen Gesetzentwurf eingebracht, dass diese Straßenbaubeiträge abgeschafft werden sollen. Allerdings gilt das dann nur für Maßnahmen, die dieses Jahr, ab diesem Jahr oder ab letzten Jahr ausgeführt wurden. Diese Laternen wurden vor, glaube ich, 4 Jahren oder 3 Jahren montiert. Das heißt, wir müssen das auf jeden Fall bezahlen. Ja, das ist Deutschland. Irgendeiner muss ja die ganzen Kosten bezahlen. Ich frage mich nur, wofür wir als Tierbesitzer unsere Hundesteuer bezahlen. Das ist hier der Loki, er ist jetzt einige Tage bei uns und mittlerweile hat er sich etwas beruhigt. Die ersten Tage konnte ich ihn gar nicht anfassen, er hatte unheimliche Angst, sich anleihen zu lassen. Er dachte immer, er wird geschlagen und jetzt hat er sich etwas beruhigt und ist, glaube ich, ein bisschen schon angekommen. Ja, wenn er jetzt jemanden neu kennt, hat er furchtbare Angst, aber so weit geht es. Und ich kann nur jedem ans Herz legen, bevor er sich einen Hund anschafft, wirklich genauestens darüber nachzudenken, ob er auch einen Hund möchte und ihn behalten möchte. Und sich nicht einfach aus dem Bauch heraus einen Hund anzuschaffen und dann ihn nach einigen Monaten wieder hinauszuwerfen. So wie das hier in diesem Fall passiert ist. Ja, man fragt sich natürlich, wie lange wollen wir das machen? Wie viele Tiere wollen wir noch aufnehmen? Die Frage ist, welche Alternative gibt es? Leider haben wir vielfach festgestellt, dass die Leute, wenn sie den Hund nicht loswerden, dann zum letzten Mittel greifen und ihn einfach töten. Und ja, da gibt es genug Beispiele auch hier aus der Gegend, wie das passiert. Und wenn ihr mal unsere Internetseite verfolgt, auch bei Facebook, was es dort für Fälle gibt, wenn die Leute den Hund nicht loswerden, dann ist er halt plötzlich verschwunden. Und aus diesem Grunde sagen wir eigentlich fast immer ja. Weil wir haben einfach gar keine andere Möglichkeit. Die grundlegende Einstellung der Menschen, sich ein Tier anzuschaffen, muss sich unbedingt ändern. Ein Tier ist keine Sache, ein Tier ist kein Geschenk. Und ein Tier ist auch nicht etwas, was man sich einfach aus dem Bauch heraus anschafft, sondern ein Tier ist eine Anschaffung für die nächsten 10, 15 Jahre des Lebens. Und so ist es auch mit dem Loki hier, der jetzt die nächsten Jahre bei uns verbringen wird.